Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Ultima 7, die Schmiede der Tugend. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Hoppla. So. Ja, du hast ein ganz mieses Gefühl. Und wir gehen jetzt auch erstmal hier weiter. Und hier zurück. Lasst uns erstmal die Gegner hier erledigen. Und danach schauen wir mal, dass wir das Ding hier vielleicht noch besser an irgendjemand anderen angezogen kriegen. Derjenige, der es braucht. Ich habe keine Ahnung, warum ich das damals hier liegen gelassen habe. So, du zum Beispiel. Du hast eine Lederhose an. Du könntest jetzt das Ding anziehen. Und schon bist du besser gerüstet. Wie gesagt, keine Ahnung, warum ich das damals nicht gemacht habe. Oh, guck mal, der Golem ist nicht mehr da. Das ist doch schon mal ganz gut. Kommt mit, Jungs. Und Mädels. Ja, okay. Dann machen wir die auch noch schnell fertig. So. Ah, jetzt kommen auch noch wieder Kopflose. Und du kommt mal wieder nicht hinterher. Wahaha. Nein, 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 nein. Drachen stehen lassen. Einfach stehen lassen und weiter geht's. Ich hoffe mal, dass es diesmal keine Probleme geben wird. Dass der Drache nicht auftaucht oder sowas. Leute, lasst einfach die Gegner hier stehen. Ach, er kommt tatsächlich hinterher. Na gut, dann müssen wir den wohl erledigen. Oh, das ging ja schneller als erwartet. Ganz ehrlich, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ach, das Gold lassen wir da. So. Andererseits, eigentlich sollte man es mitnehmen. Können wir wahrscheinlich irgendwo umtauschen. Und er ist nicht da. Und das Spiel ist abgestürzt. So, da sind wir wieder. In der Hoffnung, dass es jetzt funktioniert. Ja, jetzt funktioniert's. Ja, die Stelle ist tatsächlich so, wenn der Drachen nicht da ist, stürzt das Ding als ab. Und ja, oder es geht nicht weiter. Ich spüre, dass mein Schicksal sich endlich erfüllen könnte. Vielleicht werde ich heute noch frei sein. Dracotraxus grinst und zieht laut die Nase hoch. Ich wünsche euch viel Glück, Sterblicher. Verteidigt euch! Mit diesen Worten springt der Drache auf dich zu. Okay, dann probieren wir mal die Macht des Schwertes aus. Mächte, wie wär's mit Tod? Wo ist der Kadaver, von dem ihr sprecht? Achso, das ist ein Kadaver. Ah, Dracotraxus, wieder einmal treffen wir uns. Es ist schade, dass ihr unser letztes Treffen diesmal nicht überleben werdet. Wenn ihr mir seinerseits den Stein gegeben hättet, als ich euch danach fragte, wäre womöglich nichts von den bevorstehenden Unannehmlichkeiten je notwendig geworden. Der Drache antwortet in großer Resignation. Mein Wille ist in dieser Angelegenheit nicht mein eigener, Arkadion. Vielleicht befindet ihr gar, dass euch euer Wille eigentlich nicht der eure ist. Der Dämon scheint überrascht von der schlagfertigen Antwort des Drachen und, anstatt zu antworten, macht er sich daran, sein blutiges Vorhaben in die Tat umzusetzen. Dem Drachen entfährt ein trockener Seufzer. Endlich frei! Nun werde ich meine verdiente Belohnung einfordern. Denn dies war ebenso ein Test meiner Tapferkeit wie eurer. Eure Belohnung erwartet euch hinter der Türe gen Norden. Redet durch die blaue Pforte und das Amulett der Tapferkeit wird euch gehören. Können wir jetzt mit diesem Ding wirklich jeden Gegner, wenn wir Schwierigkeiten mit Gegner haben, jeden Gegner erledigen? Also das haben sie dann im Teil 2 noch ein bisschen entschärft. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ah, da haben wir's. Da haben wir's. So, kommt mit. Gut gemacht, mächtiger Krieger. Der unüberwindliche Mut, der euch beseelt, kann nur der des Avatars sein.
Ihr habt euch des Geschenks des Mutes mit Tapferkeit, Ehre, Opfermut und Spiritualität als würdig erwiesen. So empfangt es nun in Bescheidenheit. Dringlichkeit spricht aus der Stimme der Statue. Ich verlange euch ein Gelöbnis ab und als Avatar seid ihr in der Pflicht, es zu erfüllen. Eure Aufgabe ist es, den Talisman der Unendlichkeit zu finden. Innerhalb dieses Schlosses gibt es eine Schriftrolle, welche euch lehrt, wie dieser zu benutzen ist. Geht nun, denn die Zeit drängt. Okay. Heil euch, mächtiger Avatar! Ihr dürft bei eurer Suche, den Talisman der Unendlichkeit zu finden, nicht versagen. Denkt dran, die Schriftrolle, welche das Geheimnis enthüllen wird, befindet sich in dem Schloss. Okay. Hat sich denn hier was geändert? Also, wenn's wo ist, dann wohl hier. Schriftrolle der Unendlichkeit, das hier ist er. Artefakt, bla bla bla, kennen wir ja schon. Dann kommt dieses das Ding hier mit. Okay, aber wie benutzen wir das jetzt? Talisman der Unendlichkeit? Ah ja, ich besaß einst eine Schriftrolle, die einen Talisman dieses Namens erwähnte. Wenn ich mich nur erinnern könnte, wo ich sie habe liegen lassen. Ihr seid nicht zufälligerweise im Besitz eines Pergaments namens Schriftrolle der Unendlichkeit, nicht wahr? Ja, doch. Da ist sie ja. Nun, denn mal sehen. Das sieht ja aus wie eine Art Code. Ah, ich habe es. Anscheinend befindet sich der Talisman derzeit in der großen Leere, einer Dimensionsebene außerhalb unserer eigenen. Solltet ihr auf dieser Ebene zugreifen wollen, so müsst ihr zwei Linsen fertigen. Eine konkav, die andere konvex. Das Licht, durch die Linsen in der richtigen Weise gebrochen, öffnet dann eine Verbindung zwischen unserem Reich und der Leere. Das haben wir ja schon mal gemacht gehabt, wenn ich mich recht erinnere. In Ultima 6, da haben wir, oder auch in 5, da haben wir ja, beim 6er haben wir auf jeden Fall die Linsen gebraucht, um, damit die Gargoyles und die Menschen, zu dem Kodex reinlesen, jeder den Kodex lesen kann. Wenn ich es richtig verstehe, dann werden 3 Talismane der Prinzipien einen Talisman der Unendlichkeit irgendwie hierher rufen können. Die 3 Talismane der Prinzipien haben wir ja. Dieser soll es dann vermögen, eine gewaltige Macht in die Leere zu zwingen. Wie ein Blitz durchzuckt ein Gedanke den Magier. Oh nein, Avatar. Ihr habt von mir keine Hilfe mehr zu erwarten. Ich mag ja blind sein, aber ich durchschaue euch. Ich werde euch nicht helfen, den dunklen Kern in die Leere zu befördern. Erasien verstummt. Es sieht nicht so aus, als wolle er nochmals mit dir reden. Arkadions Stimme ist so leise wie das Plätschern in einem ruhigen Teich. Hab keine Sorge, mein Meister. Besitze einiges Wissen über solche Angelegenheiten. Okay, redet er jetzt tatsächlich nicht mehr mit uns? Ah, tatsächlich. Ich spreche nicht mehr weiter mit euch, Avatar. Er ignoriert dich. Okay, dann erzähl mal was. Hilfe? Arkadian klingt sehr selbstgefällig, als er auf deine Bitte nach Unterstützung antwortet. Ja, wenn dies euer Wunsch ist, kann ich euch helfen, die Überreste des Exodus in die Leere zu überführen. Zunächst benötigt ihr die Linsen, von denen der alte Tatterkreis sprach. Daneben braucht ihr ebenfalls die 3 Talismane der Prinzipien und schließlich müsst ihr dafür sorgen, dass an den Wänden zu beiden Seiten des Podestes, auf dem der dunkle Kern ruht, Fackeln entzündet worden sind. Wo bekommen wir die Linsen her? Die konkave und die konvexe Linse, die ihr benutzt habt, um den Kodex der höchsten Weisheit in die Leere zu verankern. Fristen meines Wissens heute im Vergessenen da sein, im Museum von Britannia. Sie müssen zwischen den dunklen Kern und den Fackeln aufgestellt werden. Je eine auf jeder Seite des Podestes. Wir müssen also nochmal zu dem Ding zurück, ins Museum gehen. Und da die Linsen mitnehmen. Ja, toll. Gut, dass wir das noch nicht gemacht haben. Talismane? Die Talismane der Prinzipien müssen wie Tortenstücke auf den dunklen Kern angeordnet werden. Okay. Vergeht mir, bla bla bla. Das heißt, wir müssen erstmal nach Britannia wir nochmal zurück. Fackeln.
Ob das ja langt mit den Fackeln, anbeleuchteter Dings? Müsste eigentlich. Und dann müssen jetzt die Dinger hierher und das Ding hier da drauf. Okay, das probieren wir mal aus. Aber wie ist denn das? Wie war denn das nochmal mit der Monddings? Und wie... Ah, genau. Wir haben doch... Ah, ich weiß aber nicht mal, wie man es... Nein, nicht du. Das hier wollte ich. So, wo sind wir? Ach. Ja, sind wir. Da wollte ich eigentlich jetzt nicht hin. Wir mussten das, glaube ich, in einer bestimmten Richtung sprechen, um hier weiterzukommen, richtig? Vielleicht nach Norden? Ne, wir kommen immer wieder hier raus. Okay, Süden vielleicht? Oder täusche ich mich, dass das gar nicht mehr so funktioniert hat? Wo sind wir jetzt rausgekommen? Da unten. Ist aber auch nicht da, wo ich eigentlich hin will. Dann eher hierher. Wo sind wir jetzt? Oh, ganz da oben. Nein, das will ich eigentlich auch nicht. Bei Chu sind wir jetzt. Dann hierher. Ah, jetzt sind wir hier. Ja, das müsste eigentlich passen, denke ich. Ja, was lachst du denn? Wir sind doch fast da rausgekommen, wo wir rauskommen wollen. Es könnte sogar sein, dass das die Mondpforte ist für Britain. Wir müssen zwar noch eine ganze Weile laufen, durch das ganze Gebirge wieder durch. Aber das sollte ja eigentlich jetzt nicht so das große Problem sein. Und irgendwie haben wir anscheinend immer noch einen Kampf. Hm. Nö, jetzt nicht mehr. Kampfmusik ist zwar noch, aber ja, wir sind in Britain. So, wo war dann das Museum? Ich erinnere mich noch, dass ich mal vorbeigelaufen bin und einer von unserer Gefährten hat gesagt, ja, das ist das Museum. Nee, das ist das Theater. Saal der Gemeinschaft? Nee, da wollen wir jetzt auch nicht rein. Das Tolle ist, ich war ja auch in Britain nicht wirklich zugegen. Königliches Museum. Das sieht doch gut aus. Ah, genau, mit den ganzen Runensteinen. Und da haben wir die Linsen. Die britannische Linse und die Gargoyle-Linse. So. Und Leute, die Linse kommt mit und die Linse kommt mit. So. Damit haben wir die Linsen. Damit müssten wir doch Mächte Rückkehr. Ah, endlich wieder daheim. Ich werde diese kleinen felsigen Inseln nie leid. Wollt ihr tatsächlich auf die verlassene Insel des Feuers reisen? Ja, bitte. Verstehe. Sehr wohl, Meister. Doch lasst uns nicht diesen kleinen Gefallen vergessen. Der Stein im Wettschaft erstrahlt hell. Und dann wird alles dunkler. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das so klappt. Also, wir brauchen die Linsen. Die eine Linse hier. Die andere Linse da. Und so habe ich es ja verstanden. Fackeln. Fackeln, die hängen ja da. Die Linsen. Und jetzt noch diese Ding wie ein Tortenstück oben drüber. Und noch das hier. Hä? Geht nicht. Warum geht das nicht? Ah, vielleicht so. Ich kann aber nicht alle drei drauflegen, komischerweise.
Komisch. Bei 2 geht's einwandfrei. Bei 3, da macht er irgendwie Probleme. Aber sonst passen die eigentlich ganz gut so aufeinander. Lass uns vielleicht erstmal mit dem blauen anfangen. Ha. Muss man die in der bestimmten Reihenfolge drauflegen? Oder warte mal, muss man sie vielleicht so drauflegen? Ha! So muss man sie drauflegen. Haha! Okay. Ah, guck mal, und da passiert jetzt was. Wow. Nein, das dürft ihr nicht tun. Erasians Stimme zeugt von seiner Seelenqual. Er erhebt die Hände und beginnt einen machtvollen Zauberspruch zu initiieren. Fass, Ordrell, Tim. Er hält mitten im Spruch inne und beginnt einen neuen, während er mit den Fingern auf den Talisman der Unendlichkeit deutet. Fass an, Ort allein. Du merkst, ebenso wie Erasian selbst, sofort, bei diesem Spruch irgendetwas schiefgelaufen ist. Ein Ausdruck schieren Horrors übersieht sein Gesicht, welches im selben Moment anfängt, immer schneller zu altern. Walk. Das ist wohl schiefgelaufen. Ich bin sicher, dass Lord British jetzt auf Kunde von Exodus Verbannung hofft. Das heißt, Exodus ist jetzt endgültig verbannt. Das ist ja richtig gut, weil der war ja... Der hat sich ja wieder erhoben quasi. Und diesmal ist er wirklich weg. Es ist an der Zeit, dieses karge Eiland hinter sich zu lassen. Hast du noch irgendwas dabei? Nein. Ich würde sagen, dann sind wir hier fertig. Dann müssen wir zurück nach Britain. Oh nee, jetzt müssen wir wieder komplett durchs Ding durch. Hm. Okay, Mondkugel. Speichern wir nochmal. Dann sind wir tatsächlich ja fertig. Exodus oder die Überreste von Exodus sind in die Leere verbannt worden. Den Talisman der Unendlichkeit kann ich ja nicht mehr mitnehmen. Der ist ja sozusagen beschworen worden mit den anderen Talismanen. Ja, genau. Und die Linsen brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Ha, dann lasst uns mal mit Lord British reden, so wie Dings gemeint hat. Oder hast du noch irgendwas Neues, Schwert? Nee. Schade. Den einen Helm holen wir jetzt auch nicht mehr. Das ist mir zu blöd, da jetzt durchzugehen. New Magenzica sind wir jetzt. Das ist wieder falsch. Da wollte ich eigentlich auch nicht hin. Wieso kommen wir jetzt immer nur nach New Magenzica hin? Wir sind doch vorhin... so da durchgegangen, hätte ich gedacht. Nach Süden war woanders. Hä. Ja, das mit diesem Auge, das ist wirklich nicht ganz so einfach. Süden? Ja, Süden hat wieder hundertprozentig geklappt. Mit hier unterhalb von Trinzig. Auf der Seite war ja auch nichts. Huch. Irgendwie sind wir nicht durchgekommen. Autsch. Jetzt kommen wir nicht mehr durch. Blöde Tore. Ah, jetzt sind wir richtig. So, jetzt nochmal kurz zurück. Dann zum Schloss von Lord British, mit Lord British reden und ihm von unserem Erfolg erzählen. Irgendwann brauchen wir auch neues Essen. Unser Essensvorrat ist auch relativ niedrig. Müssen wir mal schauen, ob wir eine schöne Stelle finden. Vielleicht bei Chu oder so. Irgendwann da oben. Wobei. Das ist eigentlich nur für mich, wenn ich dort weiterspiele. Und nicht mehr fürs Let's Play. Ja, das wird schon irgendwie passen. So, Lord British erwartet uns. Die erfolgreiche Heldentruppe kehrt zurück.
Avatars, wir spielen ein Stück von euch. Ja, will ich jetzt eigentlich nicht groß wissen. Halt. Hier lang. Wie viel Uhr ist dann? 7 Uhr am Morgen. Das sollte auch passen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. So, wir sind da. Ich spürte, wie die Überreste von Exodus unser Reich verließen. Dies hat mir eine schwere Last von den Schultern genommen. Und so, Avatar, kann ich das, was ihr erreicht habt, nicht unbelohnt lassen. Bitte kniet euch hin, mein Freund. Lord British hält seine Hände ausgestreckt, während du seinen Befehl befolgst. Ich gratuliere und danke euch, Fala. Eure Taten sprechen immer wieder für euch. Okay, und das war's? Okay. Wie ist immer belohnt worden? Wahrscheinlich wieder mit... Schaut euch das mal an. Stärke 60. Das heißt, unser Avatar, obwohl er jetzt so viele Ausbildungspunkte hier hat, die können wir gar nicht mehr ausgeben, weil wir schon alles gelevelt haben. Boah. Ja, diese Erweiterung sollte man tatsächlich relativ früh spielen. Vielleicht nicht ganz so früh, aber zumindest wenn man die Leute sich geholt hat, so wie ich, dann sollte man spielen und dann erst das Spiel weiterspielen. Das sollte man also wirklich relativ früh machen. Aber geil. So, damit ist auch die Erweiterung. Damit haben wir jetzt auch die Erweiterung von Ultima 7 gespielt. Was ich jetzt noch machen werde, ist, ich habe ja gesagt, ich will das Spiel selber nochmal für mich so durchspielen. Das werde ich auch machen. Aber den Schluss, der war ja in der original deutschen Fassung nicht übersetzt gewesen. Da werde ich nochmal hingehen und den Schluss auch noch aufnehmen. Und den hänge ich jetzt einfach an diese Folge dran und auch in die Playlist von Ultima 7, The Black Gate, wo ich gespielt habe. Das werde ich auf jeden Fall noch machen. Aber ansonsten ist das Let's Play eigentlich zu Ende. Und damit haben wir einen weiteren Teil der Ultima-Reihe fertig. Nicht schlecht. Was ich jetzt auf jeden Fall dann noch machen will, ist von Ultima 7, The Serpent Isle, die Schlangeninsel, den will ich jetzt auch noch machen. Und zwar in Deutsch. Let's Playen. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Hat mich gefreut, dass ihr bei diesem kleinen Let's Play dabei wart. 10 Folgen müssten es jetzt gewesen sein. Also es war wirklich nicht ganz so groß. Wobei, viele der Sierra Adventures, der alten, sind auch nicht so arg viel länger als das jetzt. Aber ja, für ein Rollenspiel war es doch relativ kurz, aber passt ja schon. War ja nur eine Erweiterung zum Hauptspiel eigentlich. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Hoffe, ihr habt Spaß dabei gehabt. Und wir sehen uns in einem neuen Let's Play wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.